Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles, was sich Kinder wünschen, gibt es jetzt bei Coop, denn der hat sich in ein regelrecht Spielzeugparadies verwandelt. Übrigens auch das Mittwochstudio. Aus diesem Grund möchte ich die kleinen Zuschauer heute ganz speziell begrüßen. Trends, die sich dieses Jahr bei den Spielsachen abzeichnen, sind klassische Spielwaren und Spiel oder elektronische Games wie GameCube, Xbox und PS2. Außerdem sind vor allem Harry Potter, Herr der Ringe oder auch FIFA und F1 Games der Hit. Wer mehr möchte wissen, kann sich im neuen Spielwarenkatalog von Coop ausführlich informieren. Was einem besonders gefallen hat, kann man dem auf dem Wunschzettel ausfüllen und den Eltern, einem Gotti oder einem Grossi, so schnell wie möglich abgeben. Es hat übrigens auch einen Wettbewerb mit schönen Preisen. Wie der geht und was man gewinnen kann, verraten wir dann ein bisschen später. Zuerst darf ich jetzt Frau Mattis begrüßen, die wir vorher schon beim Einkaufen gesehen haben. Salut miteinander. Hallo Susanne. Deine Kinder haben den Wunschzettel offenbar schon ausgefüllt. Warum kaufst du die Spielsachen bei Coop? Coop ist umweltbewusst und schaut auf Qualität, genau wie ich selber. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, wie man feststellen kann. Und Kinder können bei diesen Spielsachen etwas lernen. Und dann findet man natürlich auch die guten, bekannten Marken. Und darf ich wissen, was du eingekauft hast? Am liebsten hat der Kind natürlich den ganzen Wunschzettel eingekauft. Aber ich notiere mir durchs Jahr ein paar Sachen und so ist Auspacken immer spannend. Aber die Geschenke möchte ich jetzt hier lieber nicht verraten. Sonst wäre es dann keine Überraschung mehr. Da hast du natürlich recht. Vielen Dank euch allen fürs Kommen und weiterhin noch viel Vergnügen beim Lädeln. Danke vielmals. Und jetzt, wie gewohnt, der Blick ins Teleskop zum Rezept, das morgen wie jeden Mittag gekocht wird. Und ich habe als Kind sehr gerne Hackfleisch und Hörli. Ich zeige Ihnen bekannte Nahrungsmittel neu kombiniert. Und dazu gibt es, oder daraus gibt es, Hackfleischzöpfchen. Und diesen Teig den habe ich hergestellt aus dem Weissmehl und aus dem Knöpfchenmehl. Ja, es hat auch Haufen Hackfleisch drin, Brat. Und jetzt ist natürlich nur noch ein Drittel, der übrig bleibt. Das heisst, es kommt jetzt alles gerade drin. Und dann kann man das schön einrollen. Und jetzt geht es ums Zöpfchen. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch ein bisschen Paprika drüber. Und das ist natürlich einfach Dekoration. Und das kommt jetzt prima raus. Und das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Schon heute gibt es in der Coop-Läden alles, was sich Kinder wünschen, nämlich die neuesten Spielsachen. Und jetzt noch schnell zum versprochenen Wettbewerb. Im Adventskalender aus dem neuen Spielwarenkatalog hat es ein Fenster mit einer Glücksnummer. Diese Nummer muss man zwischen dem 24. und 31. Dezember einschicken. Das Fenster früher auftun nützt also nichts. Gönnen kann man mit ein Glück reisen ins Disneyland nach Kalifornien und nach Paris oder einen zweitägigen Ausflug in Europa-Park Rust mit all seinen tollen Attraktionen und außerdem einen ganz Haufen Einkaufsgutschein von Coop. Das Mitmachen lohnt sich also. Nicht gerade alles gewinnen, aber extrem günstig einkaufen, kann man diese Woche wieder in unseren Läden. Gell, Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir diese Woche wieder verschiedene Halbpreisaktionen. Wie zum Beispiel 500 Gramm Rindshackfleisch für 8 Franken. Gala 3-Eier-Hörnli im Trio gibt es für 2,70 Franken. Und Jubilar Kaffee, Bohnen oder Gemahlen im Duo für 5,70 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Danke, Tamara. Bitte schön. Das war es für heute. Ideen für stimmungsvolle Adventsdekorationen und einen besonderen Gast erwartet Sie bei uns in einer Woche. Es wäre schön, wenn ich Sie dann auch wieder begrüßen dürfte. Auf Wiedersehen.